Hallo zusammen. Na, wo bleibt denn der Tusch? Na, dann ohne. Ja, es gibt was zu feiern. Tja, wir sind hier in Jugisfelden und wir haben heute sage und schreibe die 100. Folge. Tja, haben wir doch gut hingebracht. Und jetzt gucken wir mal, wir werden heute nicht ganz so viel machen. Machen mal so einen kleinen Rundflug heute mit unserem schicken kleinen Ultraleicht-Helikopter. Oh ja, gucken wir mal so ein bisschen hier durch die Gegend. Und ja, wir machen zum einen, gucken wir mal hoch, unser Case ist am Flügen, den habe ich auch schon losgeschickt. Und wir werden auch gleich noch ein bisschen was einkaufen gehen. Und zwar werden wir uns eine Hof-BGA kaufen. So, guck mal, da unten ganz klitzeklein ist unser Case am Arbeiten. Auf dem Feld 22 hier. Jo, ja, dann gucken wir mal hier noch ein bisschen weiter. Und hier hinten ist unser Sägewerk. Da müsste man ja auch mal wieder gucken, wie weit denn hier die Produktion ist. Das können wir ja rein theoretisch jetzt auch machen. Wir können ja auch landen mit dem Ding hier, wenn ich das einigermaßen schaffe. Ja, runter, runter, ja. So, da gucken wir mal hier, wie es denn hier so aussieht. Wir haben schon wieder 102.000 Liter Hackschnitzel, also das heißt, da können wir auch mal demnächst wieder eine Abfuhr machen. Hallo? Du sollst hier auf dem Boden stehen bleiben, nicht hier durch die Gegend fliegen. Gut, dann haben wir hier geguckt. Jetzt machen wir mal noch so ein bisschen Sightseeing. Oh, nicht in die Bäume. Guck mal hier, das habe ich noch gar nicht gesehen. Hier Wasserfall und kleine Schatzinsel oder so. Haha. Schön ist das hier. Hier ist unsere andere große Wiese, die wir noch gar nicht bearbeitet haben bis jetzt. Muss man sich auch mal angucken. Genau, hier ist die Zuckerrübenfabrik, also Zuckerfabrik, die Molkerei. Wir gucken uns das Ganze heute mal so ein bisschen von oben an. Ja, schön. Dann fliegen wir einmal so über das Stadtzentrum von Jugisfelden. Hier ist eine Baustelle, da wird Kanal verlegt. Ein Schwimmbad oder ein Teich oder was auch immer. Hm. Schön hier. Kleine wilden Flachbauten, Wohnblöcke, alles. Hier ein abgebranntes Haus gibt es auch. Ja, was es nicht alles so gibt hier. Dann gucken wir mal, was wir hier hinten noch haben. Noch ein Teichlein oder ein See mit Strand und auch einer kleinen Insel. Oh, hier alles schöne Felder. Hier haben wir unseren Baumarkt, wo wir alles mögliche an Sachen auch verkaufen können. So, dann machen wir hier. Das ist eine interessante Feldform, muss ich sagen. Ja. Oh, was haben wir denn dann hier? Genau, das müsste die, wo die Saatgutproduktion das ganze Zeug ist. Genau, ja. Hier ist unsere Mischfutterfabrik, der BGA-Bereich, die Pommes-Geschichte.
Und ja, Händler und so weiter. Hier unser großes Feld Nummer 5. Der Schweinehof hier hinten. Und da ist dann auch schon wieder unser Heimathof. Da werden wir jetzt erstmal landen, wenn wir das irgendwie hinbekommen. Gucken wir mal, wo wir diesmal uns hinstellen. Na, ich würde sagen, wieder ungefähr hier, wo wir waren. Ja, jetzt kommen wir nur ein bisschen weit hier an die Bäume. Ne, nicht in die Bäume crashen. Ah, auch nicht so mittig in den Weg, sondern wir gucken hier so. Zack, bumm. Da sind wir wieder. Kleiner Rundflug beendet. So, und jetzt geht das los. Wir hatten ja gesagt, ich will die Biogas... Nein. Die Hof-Biogas. Ne, Biogas-Hofanlage. Jetzt muss ich mal gucken, wie... Beziehungsweise wo wir die denn hinpacken können. Ja, wäre eine Möglichkeit. Hier vielleicht. Ne. Da verdecken wir das Wasser, aber ich könnte dir so ein bisschen an den Baum hier ranschieben. So zum Beispiel. Zack. Und schon gekauft. Tja, und zum Befüllen werden wir unseren kleinen, aber feinen blauen Autoload-Anhänger benutzen, weil wir da die Silage relativ leicht bekommen. So, und wenn die Anlage so funktioniert, wie sie sollte, können wir die mit Mist, Hackschnitzeln, Silage beladen. Maximal 120.000 Liter sollen reinpassen. Und der macht dann automatisch, verbraucht er das Material und es soll dann einfach nach einer gewissen oder immer wieder Geld einfach geben. Werden wir uns gleich mal angucken. Ich versuche jetzt hier mal den Hänger hier voll zu machen. Das ist gar nicht so einfach. Wird ein bisschen Schwung. Ja. So, dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie das sein sollte. Dann haben wir nämlich eine schöne Investition gemacht und die auch eben Geld bringt. Kontinuierlich langsam. So, jetzt gucken wir uns das Ding erstmal an. Ja. Hier, was haben wir hier? Das ist, glaube ich, Lichtschalter. Gut, brauchen wir jetzt aber nicht. Und das müsste zum Tore öffnen sein. Ja, guck mal, geht auf. So, und dann gucken wir mal, ob wir das da reinbekommen. Scheint zu funktionieren. Dann gucken wir einmal nah ran, ob der auch wirklich... Ja, er ist beladen, er hat es aufgenommen. So, schön, dann haben wir schon mal einen kleinen Erfolg wieder.
Und dann fangen wir jetzt nochmal an und machen da noch ein bisschen weiter. Und decken wir das Silo von der Seite auch mal auf. Ja. Und dann können wir hier mit unserem kleinen Ding hier reinkommen. Wir haben noch 284.000 Liter hier. Und ich sehe, er hat schon Geld reingeschmissen. Sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. Lalalala. Und abkippen. Dann können wir eben gucken, ob wir in Zukunft dann einfach mehr Silageballen machen. Das wäre auch noch zu gucken, ob das mit den Ballen hier auch funktioniert. Das wäre... Das machen wir jetzt mal noch. Wo ist er? Da haben wir ihn. Wir haben hier die Palettengabeln. Wir brauchen aber den Ballenspieß. Also ich meine, wir haben oben hier an unserem schönen Ballenlager ein paar Silageballen liegen. Dann nehmen wir einfach mal zwei Stück mit und testen das einfach mal aus, ob das funktioniert. Weil wenn das da steht noch ein Anhänger. Wenn das funktionieren würde, dann hätten wir uns, können wir es damit ein bisschen einfacher machen. So, guck mal, das sind da jede Menge. Ja, wir wollen keine Heusilage. Zwei Stück. Weil wir die eben auch transportieren können mit dem Autoload-Dingens hier. Oh, dieser Ballen wird nicht unterstützt. Das ist jetzt aber nicht so gut. Dann müssen wir gucken, dass wir die manuell gespießt bekommen. Ich will, wenn dann auch wirklich alle beide. So. Zack. Geht doch. Dann fahren wir den noch ein. Ah, jetzt hat er einen wieder weg. Oh! Das ist... das war jetzt doof. Dass ich jetzt einfach auf den Trigger gekommen bin, der die Ballen wieder ins Lager zurückschwupst. Also nochmal. Dasselbe Spiel. Da muss ich nur irgendwie anders fahren. Jetzt sind die so weit auseinander. Jetzt werde ich die nicht zusammen bekommen, oder? Doch. Jetzt machen wir das ein bisschen hoch. Dann fahren wir mal ganz am Rand hier, dass wir nicht auf den Trigger kommen. So, jetzt aber dann gucken wir mal schnell runter noch. Also das will ich noch getestet haben.
Ja, dann haben wir für die Jubiläumsfolge nichts viel gemacht, aber eben diesen kleinen Rundflug. Ist ja mal schön, die Karte mal so komplett von oben sich anzugucken. Ja, und jetzt geht halt die ganz normale Arbeit weiter. Ohne irgendwie groß irgendwas zu machen. Einfach machen, tun, wachsen hier sozusagen. Also es wird eben so sein, dass wir jetzt gucken, dass wir immer ein bisschen Silage haben für diese kleine, aber feine BGA. Wenn das na klar mit den Silageballen funktionieren sollte, wäre das na klar Premium. Weil um ehrlich zu sein, mit den Fahrsilo mache ich nicht so gerne, um ehrlich zu sein. So. Schade. Wieso macht er das jetzt nicht? Aber vielleicht, jetzt gucken wir mal. Wir haben 26.000 drin. Und ich könnte, wenn ich den so mache, stecke ich im Haufen drin und es wird nicht angenommen. Dann machen wir den trotzdem auch noch auf. Und dann müssen wir hier rauszappen. Gut, wir können ja rein theoretisch auch Silageballen machen, die aufschneiden und dann hier mit dem Autoload-Anhänger aufnehmen. Das ist ja auch noch eine Möglichkeit. So, ich hoffe jetzt nur, dass ich das, was jetzt da drin ist, noch rausbekomme irgendwie wieder. Erstmal müssen wir den hier wegkippen. Dass wir den jetzt mit dem Autoload einfach aufnehmen können. So, machen wir erstmal das weg. Naja, ein bisschen hat er genommen. Sonst müssen wir da mal mit der Schaufel noch ranfahren. Wir können ja mal gucken, ob wir das hier kommen. Da komme ich auch nicht ran. Und wenn wir hier so seitwärts. So wirklich. Jetzt muss ich mal gucken. Ich müsste doch hier eigentlich eine Schaufel für den auch haben. Dann stellen wir die Gabel mal hier hin. Ja, und wer sich wundert, dass ich immer noch auf Sendung bin, ja, ich habe mir gedacht, so zur Jubiläumsfolge machen wir mal ein bisschen länger und gucken mal, so ein paar Minütchen machen wir noch auf jeden Fall in Extended Version, könnte man sagen. So, jetzt, ich hoffe mal, dass ich jetzt einfach die Sachen jetzt hier so rausbekomme oder reingeschaufelt bekomme. Aber er nimmt zumindest schon mal was an. Ja. Gut. Das mal weg hier. Na komm.
Ja, zumindest schon wieder ein bisschen mehr weg von meinem Unfall. Oh, wieso hat er das jetzt nicht genommen? Ah! Na komm. Das ist ein Fummelkram hier. Aber es ist dann doch schon einiges hier weg. Aber jetzt gucken wir mal, dass wir das auf der Seite noch bekommen. Dann das, was hier direkt daneben gefallen ist, was wir da noch weg kriegen. Ja, ein bisschen zumindest, ne? Steht die Gabel hier im Weg. Will man möglichst möglichst gerade hier ranfahren. Gut, da haben wir das auch hier genommen. Ja, dann muss das jetzt reichen. Fertig aus. Dann geht das jetzt hier auf den Hänger. Stellen wir den hier hin. Bringen wir das noch rein in den Apparillo hier. Mal gucken, ob wir nicht doch ein bisschen noch was bekommen. Ups, das ist zu weit. Erst noch mal abkippen. Geht wohl nicht mehr. Dann holen wir uns jetzt noch eine Fuhre hier ab und dann machen wir auch mal Feierabend für heute. Wir haben haben dann doch fast 25 Minuten schon. Ein bisschen weiter rückwärts fahren. Ja, gut, fahren wir vorwärts. Ist, glaube ich, sicherer für uns alle. Ja, hier das kleine Stückchen rückwärts rein, das können wir dann fahren. Abladen hier und dann gucken wir noch mal schnell hier ran. Haben wir jetzt fast 60.000 Liter drin, also halb voll. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es für jetzt gut sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier auch bei der 100. Folge dabei zu sein. Und ja, morgen geht's weiter mit Folge 101. Bis dahin, macht es gut und habt noch einen schönen Tag.